Das ist, wie unschwer zu erkennen ist, der aktuelle Posterboy der E-Mobility, der Volkswagen ID.3. Rein elektrisch und vollgestopft mit intelligenten Systemen. Von der internationalen Presse wird er gefeiert. Und auch mein Kollege Andi findet den ID.3 super. Spannendes Auto. Schön und gut, doch ich selbst konnte noch keinen ID.3 fahren. Das macht aber nichts, denn zum Glück finden gerade die Elektrofahrtage von Volkswagen statt. Dort stehen nicht nur ID.3s zum Ansehen und Probesitzen, sondern man kann damit auch eine Runde drehen. Idealerweise meldet man sich vorab online an, um Wartezeiten zu vermeiden. Dann muss man sich nur kurz beim Counter melden und schon wird ein ID.3 zum Fahren bereit gemacht. So, jetzt bin ich hier bei den Volkswagen Elektrofahrtagen, und zwar im Donauzentrum in Wien. Das ist eines von 4 Spots, wo man diesen ID.3 schon fahren kann, nämlich auch in Graz, in Salzburg und in Innsbruck. Für mich heißt jetzt mal kurz warten. Ich habe mich angemeldet, ganz artig. Jetzt wird mein Auto noch geputzt, das ist ganz wichtig. Nach jeder Fahrt wird das Auto mal grundgereinigt. Und dann bin ich dran. Dann geht's los mit dem ID.3, endlich. In der Zwischenzeit kann ich mich hier auch selbst mit dem ID.3 ein wenig bekannt machen und auch andere Besucher der VW Elektrofahrtage zum ID.3 befragen. Sagen wir, ID.3 ist recht aufregend, ein cooles Fahrzeug, muss man echt sagen. Ja. Ein bisschen studieren muss ich noch, wie die ganzen, es sind eine Unmenge an Funktionen, die muss ich noch alle studieren, aber es ist ein cooles Fahrzeug. Ja. Okay, das Auto kommt auch bei den Gästen gut an, doch wie finden Sie die Veranstaltung an sich? Sowas könnte es öfters geben, weil ich das sehr gut finde, dass man dann geballte Informationen bekommt, auch mit dem richtigen Auto fahren kann. Ich kenne selbst E-Autos, halt von anderen Marken, aber da hat VW wirklich was Gutes geleistet. Ja. So, jetzt heißt es auch für mich, ab zu einem ID.3 und Leinen los. Das Wetter ist zwar leider nicht so auf meiner Seite, doch das kann mir ja im Auto eigentlich auch egal sein. Und da brennt mir auch schon die erste Frage auf der Zunge. Wie lange darf ich damit fahren? 20 Minuten. 20 Minuten. Ja, das ist aber, das ist okay. Das ist okay. 20 Minuten reichen für ein erstes Kennenlernen völlig. Doch wo geht's hin? Oder darf ich gar selbst entscheiden? Wie gut, dass meine Fahrbegleiterin Bescheid weiß. Kann ich mir jetzt eigentlich aussuchen, wie ich fahre? Gibt es da eine vorgegebene Route? Also wir haben uns eine Route überlegt, die dauert so 15, 20 Minuten. Da ist alles ein bisschen dabei. Da ist halt Innenstadt dabei. Da kommt man ein bisschen raus. So, dass man alles mal sieht, aber wenn jetzt der Gast von hier ist, dann kann er natürlich auch sagen, da wohne ich, ich fahre da jetzt mal kurz geradeaus, ich möchte es ausprobieren. Cool, das mache ich jetzt. Ich biege jetzt rechts ab. Einfach mal abbiegen, das Auto kennenlernen und auch mit der ganz persönlichen Wahrheit zu den Volkswagen Elektrofahrtagen rausrücken. Ich bin ja Motorjournalist, ja. Aber ja, ich hatte wirklich bis jetzt keine Möglichkeit, den ID.3 zu fahren. Wir hatten den jetzt schon ein paar Mal bei uns im Haus. Und das ist auch der Grund, warum ich unbedingt hierher wollte, damit ich auch mal damit fahren darf. Weil mein Kollege, der Andi, sagt, nein, ich nehme den ID.3. Dann sagt wieder mein Kollege, der Alexander, sagt, dann schaue ich mir jetzt an. Und ich denke mir dann, hey, du bist ja eigentlich doch der Verantwortliche für das alles. Du darfst nicht damit fahren, weil du kriegst ihn nicht. So, und deswegen bin ich jetzt hier. Gut, dass du bei uns bist. Ja. In Österreich gibt es übrigens noch 3 weitere Termine der Volkswagen Elektrofahrtage. Und zwar am 2. und 3. Oktober in Graz, dann noch am 9. und 10. Oktober in Salzburg und am 16. sowie 17. Oktober in Innsbruck. Alle Infos und auch eine Anmeldung findet ihr dazu auf www.volkswagen.at. So, mein kurzer Trip mit dem ID.3 neigt sich leider auch schon wieder dem Ende zu. Das waren sie, meine 20 Minuten mit dem ID.3 bei den Elektrofahrtagen von Volkswagen. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich melde mich jetzt einfach für die nächste an, und zwar in Graz oder Salzburg oder vielleicht in Innsbruck.